Ich hätte gerne diese Ladesäule, um mein Auto mal aufzuladen. Ich sag mal, normale Benutzer eines Elektrofahrzeugs ist sehr, sehr schwer durchzusteigen. Du hast selber ein Elektrofahrzeug. Dürfen wir fragen, welches Modell es ist? Heute bei SPD-Fraktionsvize Sören Barthol. Hallo und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Hallo, danke, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen. Sind wir per Du? Ja, das sind wir auf jeden Fall. Ne? Okay. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und warum sind wir heute eigentlich hier? Wir haben ja hier, das ist ein schrecklicher Name, das GIGG, ja? GEIG. Ja. Wir haben im Moment einen riesigen Hochlauf an Elektrofahrzeugen, ist auch klar. Wir haben eine super Förderkulisse, eine hohe Prämie. Die Autos sind immer ausgereifter, immer attraktiver. Volkswagen zum Beispiel steigt voll ein. Und am Ende wird die Ladelücke, diese sogenannte Ladelücke, in den nächsten Monaten immer größer. Und wir müssen jetzt gegensteuern. Und wir haben einfach zu wenig Ladesäulen. Und wir haben sie im öffentlichen Bereich, aber wir haben sie auch im privaten Bereich. Wir haben Gott sei Dank es endlich hinbekommen, dass die Leute in ihrer eigenen, in der Tiefgarage, in der Wohneigentumsgemeinschaft zum Beispiel, jetzt endlich das Recht haben, eine Ladesäule überhaupt zu errichten. Aber es geht ja auch um Gewerbegebäude. Die Frage zum Beispiel Supermärkte. Wir wollten vor allen Dingen, dass wenigstens schon mal vorgesorgt wird. Das heißt, wenn du heute eine Genehmigung bekommst, einen Supermarkt zu bauen, dass dann klar ist, dass du pro Park, weiß ich, 4, 5 Parkplätze dann auch Leerrohre haben musst und dass auch klar ist, dass wenigstens eine Säule schon mal am Supermarkt steht. Und wir können kein schlechtes Gesetz machen. Dafür ist das Thema zu ernst, weil wenn die Ladeinfrastruktur nicht stimmt, wird die Elektromobilität scheitern. Jetzt hast du dieses Gesetz angesprochen, das GEIG. Kannst du für die Zuschauer mal grob und knapp erklären, was da drin geregelt werden soll? Naja, da sollte vor allen Dingen drin geregelt werden, das kann man relativ einfach machen. Die Frage, ab wie vielen Stellplätzen musst du Leerrohre für Kabel vorsehen, damit du dann später auch Ladesäulen hinstellen kannst. Weil das große Problem ist ja auch immer, dass du, wenn du erst hinterher die nötige Infrastruktur schaffst, du wesentlich höhere Kosten hast. Und dann soll natürlich dieses Gesetz auch regeln, wie viele Ladepunkte du vorsehen musst. Da kann man lange drüber diskutieren, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ich glaube, wenn du jetzt im ländlichen Bereich einen Supermarkt hast und ich zwinge jetzt den Supermarkt, 20 Ladesäulen auf seinen Supermarktparkplatz zu stellen, dass das im Moment noch nicht sinnvoll ist, das finde ich, erklärt sich von selbst. Das wäre eine tote Investition und ich finde auch, das kann man sozusagen jetzt auch keinem Supermarktbetreiber zumuten, aber ich finde schon, dass wenn er eine gewisse Anzahl von Parkplätzen hat, er mindestens jetzt schon mal mit einer anfangen sollte und dann das Ganze je nach Vorhandensein von Elektrofahrzeugen am Ende auch hochskalieren kann. Und darum geht es in diesem Gesetz. Und wir brauchen das, weil wir ansonsten am Ende wieder mit viel Geld, und wir reden ja hier über Steuergeld am Ende, wieder große Förderkulissen aufbauen müssen. Und ich möchte schon, wenn jemand was Neues baut, es ging um Neubau, wir haben, natürlich kann man auch über den Bestand diskutieren, aber wir haben extra gesagt, komm, lasst uns erstmal nur über den Neubau reden, dass wir da wirklich die Auflagen machen, dass wenn du sowas baust, Gewerbeimmobilien baust, dass du dann auch Leerrohre, Infrastruktur und Ladesäulen vorsehen musst. Jetzt basiert dieses Gesetz ja auf einer Vorgabe seitens der EU, richtig? Richtig. Es ist natürlich schon so, dass solange es dieses Gesetz nicht gibt, immer noch Gebäude praktisch gebaut werden, ohne dass Infrastruktur mitgedacht wird. Natürlich gibt es auch heute schon Bauherren, das muss man vielleicht auch mal sagen, die das schon mitdenken. Also es ist ja nicht so, dass alle sagen, interessiert mich nicht. Aber ich glaube, wenn man wirklich was erreichen will, dann muss dieses Gesetz auch ambitioniert sein. Weil ansonsten werden wir hinterher wieder reparieren müssen. Reparieren ist am Ende immer teuer, weil dann wirst du wieder mit irgendwelchen Förderkulissen arbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir so ein Gesetz machen, dann muss es so sein, dass es am Ende auch was für Ladeinfrastruktur bringt. Und nochmal, die zwei entscheidenden Verbände, das sind ja sozusagen dann nicht wir, sondern sind die Betroffenen, haben sich da, finde ich, auf einen guten Weg geeinigt und ich würde den auch einfach 1:1 übernehmen. Wir haben natürlich auch noch andere Förderkulissen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt das einzige Thema ist im Bereich der Ladesäulen, sondern wir haben sehr, sehr viel Geld dem Bundesverkehrsministerium gegeben und Andreas Scheuer könnte viele Ladestationen bauen. Leider ist der Hochlauf auf zu langsam. Wir haben immer noch zu wenig Schnellladestationen auch an Autobahnen. Wir haben auch in den Städten immer noch zu wenig. Ich glaube, in Berlin haben wir jetzt hier eine 8-fache Überzeichnung mit Elektrofahrzeugen auf Ladestationen. Das geht natürlich nicht ewig gut und da müssen wir schneller werden.
Es hat sich auch gezeigt, dass diese alte Idee der Zuschüsse nicht funktioniert und deswegen soll es jetzt ja Ausschreibungen geben. An Geld, wie gesagt, mangelt es nicht. Wir haben ein KfW-Programm gerade aufgelegt, auch das, glaube ich, ganz wichtig. KfW 440? Genau, für die privaten Wallboxes. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir dadurch, dass wir auch das Gesetz verändert haben, auch in den zum Beispiel Eigentumsgemeinschaften, dass man jetzt wirklich ein Recht, auch als Mieter hat man übrigens das Recht auch, dass man sich jetzt Wallboxen einbauen kann. Ich glaube, damit geht ja Stück für Stück sozusagen auch die Ladesituation besser. Also man muss schon immer das Paket sehen, aber es stimmt, dieses Gesetz muss kommen. Ich würde es auch noch nicht aufgeben, aber da müssen wir halt noch verhandeln. Okay, jetzt muss ich aber mal eine etwas kritische Frage nachschieben und zwar, jetzt ist die SPD aus meiner Sicht nicht gerade dafür bekannt, aktiv im Bereich Elektromobilität zu sein. Woher jetzt plötzlich diese Aktion? Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Also wir haben ja, glaube ich, als SPD immer klar gemacht, dass wir genau wissen, dass es eine große Transformation in der Automobilindustrie gibt. Wir haben immer gesagt, wirklich der beste Weg ist erneuerbaren Strom und auch da müssen wir ja drauf achten, weil wir mehr erneuerbaren Strom brauchen, den wir dann im Moment am besten in Batterie direkt packen. Das ist auch vom Wirkungsgrad her sehr gut. Wir brauchen auch in Deutschland Wertschöpfung und das ist etwas, da steht die SPD nun mal vor. Ja, wir sind die Partei der Arbeit und am Ende muss auch irgendwas noch hier produziert werden und deswegen hoffe ich, dass es uns gelingt, auch mehr Batteriezellenproduktion in Deutschland zu etablieren, dass wir wirklich auch die Wertschöpfungskette insgesamt auch darstellen. Aber klar ist, die Automobilindustrie ist mittendrin im Strukturwandel. Das ist natürlich besonders hart unter Corona-Bedingungen jetzt auch für die Zuliefererindustrie. Das macht uns große, große Sorgen. Aber natürlich wissen wir, dass die Elektromobilität ein Teil der Zukunft ist, sogar ein sehr großer Teil. Dann kommen wir aber mal zum Thema öffentliche Ladeinfrastruktur zurück. Und warum wählen wir diese schwere Kulisse hier vor einem spiegelnden Fenster? Ich wollte unbedingt diese eine Ladesäule, ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann, da hinten, wo das Auto gerade mit dem Scheinwerfer kommt, unbedingt mit drauf haben. Die siehst du nun jeden Tag von deinem Büro aus. Und was löst das in dir aus, wenn du diese Ladesäule siehst? Sag erstmal, was es in dir auslöst und dann klären wir, was es mit der Ladesäule auf sich hat. Ja, da ich ja selber Besitzer eines Elektrofahrzeuges, also relativ frisch bin, löst es immer den Impuls aus, ich hätte gerne diese Ladesäule, um mein Auto mal aufzuladen, während ich zum Beispiel hier in meinem Büro sitze und da auch leider zumindest für uns in den Tiefgaragen des Deutschen Bundestages auch keine Lademöglichkeiten vorhanden sind. Die gibt es für so ein paar Dienstfahrzeuge, da gibt es so ein paar eingebaute Wallbox, aber sozusagen jetzt im Moment für uns gibt es da keine. Finde ich es sehr schade. Das liegt natürlich an unserer Dauerbaustelle da drüben. Das ist ein Gebäude des Deutschen Bundestages, was so ein paar Baumängel hat und deswegen doch ein paar Jahre später benutzbar ist, weil das Fundament unten drunter wieder ausgetauscht werden muss. Also ist auf jeden Fall keine schöne Geschichte und deswegen ist diese Ladesäule leider seit Jahren eigentlich nicht nutzbar. Es gab einen Elektroautofahrer, der hat sich ziemlich dreist hingestellt und hat sich auf den Bürgersteig gestellt, weil er wahrscheinlich einfach nicht mehr weitergekommen ist. Man kann also laden, aber das ist natürlich gegen jegliche Verkehrsregeln. Es ist natürlich schade, um konkret zu sein, hat die Ladesäule 2 Jahre funktioniert und ist jetzt seit 5 Jahren sozusagen nicht mehr benutzbar. Das ist natürlich ein Verhältnis, was jetzt nicht so schön ist, aber es zeigt doch so ein bisschen, woran es krankt an der Ladeinfrastruktur. Also diese einfach innerhalb der letzten 5 Jahre einfach mal umzusetzen und einfach mal zu sagen, okay, dann setzen wir sie halt 100 Meter weiter oder um die Ecke der Straße. Hat man ja auch gemacht. Ich verlinke noch ein Video, wo ich in Neukölln war, wo die Protected Lane für die Fahrräder installiert wurde und auch dafür wurde eine Ladesäule um 150 Meter versetzt, weil die sonst mitten auf dem Fahrradweg gewesen wäre. Für mich als Laternenparker. Ja, ich auch übrigens. Ja. Ja. Ah, okay. Nee. Also für uns als Laternenparker ist ja die öffentliche Ladeinfrastruktur schon elementar wichtig. Und da wäre jetzt meine Frage, warum kostet der Strom an einer öffentlichen Ladesäule genauso viel wie an einer Haushaltssteckdose? Was dazu führt, dass ja der Ausbau auch ein bisschen stockt, weil die Betreiber relativ geringe Margen nur zu erwarten haben. Denn der Kunde, denke ich mal, der wird es ja nicht akzeptieren, wenn der Betreiber schon 30 Cent pro Kilowattstunde zahlen muss, dann kommt noch Abrechnung, dann kommt noch der MSP und alles dazu und dann sind wir schnell bei 50 Cent. Das sind keine attraktiven Preise, mit denen ich ein Auto bewege, was ungefähr 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer
braucht. Gibt es da Bestrebungen, in irgendeiner Art und Weise etwas zu unternehmen, um das etwas günstiger gestalten zu können für die Fahrzeuge? Die Frage des Strompreises ist im Moment sehr relevant. Wir haben im Moment extrem günstige fossile Kraftstoffe. Und das darf man ja eigentlich gar nicht so laut sagen, aber ich mache es jetzt mal. Eigentlich darf man im Moment gar nicht so richtig rechnen. Also wenn ich mir anschaue, dass ich in Berlin teilweise Preise habe von 40 Cent, 58 bei einer Schnellladung. Es geht hoch bis, ich glaube, mein erstes Tanken war 79 Cent. Die Kilowattstunde, da hatte ich noch nichts, da musste ich einfach Stecker reinstecken. Das sind natürlich dann schon auch echte Preise. Wenn ich dann sehe, dass solche Anbieter wie Plug Surfing mal eben ihre Preise praktisch, ich glaube, fast verdoppeln und dann, wenn man einen schönen festen Tarif wählt bei ihnen und sozusagen eine monatliche Grundgebühr bezahlt, dann kriegt man wieder günstigeren Strom. Das finde ich schwierig, vor allen Dingen, weil sie das Ganze ja tun mit öffentlicher Infrastruktur. Sie haben ja gar keine eigene Infrastruktur. In meinem Wahlkreis in Marburg sind alle Ladesäulen exklusiv mit Plug Surfing vergeben und ich weiß auch, was der Strom kostet, wenn er in die Säule kommt. Und da hat Plug Surfing bei der Umstellung erstmal ordentlich Geld gemacht. Jetzt hat die Stadt Marburg, die Stadtwerke Marburg Gott sei Dank einen Ausnahmetarif verhandelt für Marburg. Aber das sind so Dinge, die mich ärgern. Und das ist natürlich auch, ehrlich gesagt, ein ziemliches Chaos. Für, ich sag mal, normale Benutzer eines Elektrofahrzeugs ist es sehr, sehr schwer durchzusteigen, wie die Kosten eigentlich sind, auch die unterschiedlichen Kosten. Es gibt ja auch wahnsinnige Unterschiede, je nachdem, welchen Partner ich habe, ob ich hier noch einen Automobilclub-Mitgliedschaft habe oder was ich sonst noch für Vergünstigungen habe. Ich glaube, das muss einheitlicher werden, das muss klarer werden. Da müssen auch die echten Kosten abgebildet werden. Und es ist auch wichtig, dass auf jeden Fall per Kilowattstunde also scharf abgerechnet wird. Ich halte ja gar nichts davon, wenn ich dann sehe, dass ich, wenn ich an der Autobahn stehe und ich will eigentlich nur noch mal ein bisschen tanken, ich irgendwie, wenn ich eine Schnellladestation nehmen muss, mal eben die 20 Euro auf den Tisch lege, dann könnte ich zwar voll tanken, aber das will ich ja gar nicht, weil ich eigentlich nur ein bisschen tanken möchte, um dann weiterzukommen. Also der Zeitverlust ist ja auch riesig und der Geldverlust. Deswegen glaube ich, müssen wir da noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Das muss einfacher werden und besser werden. Naja, du hast es gerade auch schon angesprochen, gerade solche Verträge mit exklusiv mit einem bestimmten Partner, komme ich mit einer anderen Karte, habe ich Pech gehabt. Minimalanforderungen, wie sollte die dann am besten aussehen? Ein Ladeanbieter für alles oder EC-Karte, Kreditkarte oder Münzeinwurf? Nein, es darf gerne Wettbewerb geben. Ich glaube schon, dass sich auch die Anbieter schon in der Qualität ihres Angebots sehr unterscheiden. Und ich finde das auch in Ordnung. Aber am Ende finde ich immer, alle Dinge, die mit Steuergeld gefördert sind, müssen sozusagen auch den Menschen, die die Steuern bezahlen, zu vernünftigen Konditionen zur Verfügung stehen. Und es kann nicht sein, dass jemand auf der Basis von öffentlich geförderten Dingen praktisch seinen eigenen Business Case macht und das so tut, dass es am Ende intransparent wird. Ich finde, das geht auch nicht und das muss deutlicher werden und am Ende muss es auch klar sein, aufgeschlüsselt sein und ich möchte auch wissen, wie die echten Kosten am Ende auch wirklich sind. Man kann jetzt auch lange darüber diskutieren, was heißt denn jetzt eigentlich zum Beispiel diese Standzeit? Ja, also jetzt gibt es ja die ersten Anbieter, die nach 4 Stunden eine Strafgebühr nehmen. Das ist bei knappen Ladesäulen natürlich fair gegenüber allen anderen, die auch laden wollen. Aber ist es eigentlich fair gegenüber Autos mit Verbrennungsmotoren? Die Frage stellt sich natürlich, weil manchmal braucht halt mein Fahrzeug eigentlich etwas länger, um voll zu tanken. Nun kann ich ja tagsüber eh nur 4 Stunden. Als Laternenparker möchtest du ja nicht nachts um 2 aufstehen und das Fahrzeug umparken. Richtig. Musst du aber oder du zahlst halt die Strafgebühr. Und dann ist die Frage, da konterkariert halt eben der MSP sozusagen, also der Ladestromanbieter, der Abrechner mit der Beschilderung des Landes Berlin zum Beispiel, die aber ganz klar sagen, von 18 bis 8 Uhr darfst du da unbegrenzt stehen, damit du in Ruhe, wenn du morgens halt eh los musst, dass du dann erst abstöpselst, ne? So ist es. Ja gut, es ist natürlich wahrscheinlich auch ein langer Diskussionsprozess, wahrscheinlich auch in der Community, könnte ich mir vorstellen, weil so ein Anbieter macht das ja nicht aus Spaß. Es ist natürlich schon so, wenn du so knappe Säulen hast und es stellt sich jemand um 18 Uhr dahin und fährt morgens um 7 weg, dann ist das für alle anderen, die auch laden müssen, natürlich ein Riesenproblem. Also insofern, es ist ein Stück Fairness, wenn zu wenig Säulen da sind, aber ich hoffe halt, dass wenn wir mehr Säulen haben, dass solche Modelle dann eher wieder der Vergangenheit angehören, weil es schon, keiner steht nachts um 2 auf.
Naja, das ist ja das Problem an diesen Extragebühren ist, sie werden ja auch fällig, wenn du noch lädst. Sie sollen ja aber eigentlich dazu führen, dass wenn jemand fertig ist mit dem Laden, dass er dann halt eben den Platz frei macht. Ja. Da wären wir dann wieder bei der Bußgeldgeschichte, die bereits angesprochen wurde, ne? Dass hier einfach nachgesteuert werden muss, aber dass auch seitens der Ordnungsbehörden natürlich proaktiver kontrolliert werden muss. Ne? Also ich war jetzt auf dem Weg hierher, neben dieser Ladesäule gibt es da drüben an der Friedrichstraße auch noch eine Ladesäule. Die waren beide Seiten zugeparkt mit Verbrenner. Ich mache ja sowas liebend gern, ich lasse die ja eiskalt abschleppen. Mhm. Aber ich übrigens, hatte jetzt ich übrigens auch. aber ich hatte jetzt leider wegen unseres Termins keine Zeit. Ja. Ja. Ja, ich finde das aber auch in Ordnung. Also ich finde, den Leuten muss klar sein, die meisten Menschen stellen sich ja auch zum Beispiel nicht auf Behindertenparkplätze. Das hat lange gedauert. Ich weiß noch, am Anfang war das auch immer ein Drama. Viele, auch heute noch, Parkplätze für Menschen mit Behinderungen werden einfach aus Bequemlichkeit, weil man ja nur mal kurz einkaufen geht, blockiert. Und das geht halt einfach nicht. Es muss einfach klar sein, diese Stellplätze braucht man, um laden zu können. Nun kann man ja mit einem langen Kabel auch manchmal einen Parkplatz weiter stehen, aber das kann so nicht funktionieren. Und wenn man dann in so einer großen Stadt wie Berlin ist, dann kommen natürlich noch die Carsharing-Flotten dazu, wo die ein oder andere sich auch hemmungslos mit Verbrenner-Carsharing-Auto dann da abstellt, weil es ja praktisch ist, da hat man ja einen Parkplatz und das geht nicht. Also da muss einfach stärker geguckt werden und ich würde mir auch wünschen, ich habe jetzt bei mir Miles, diese Verleihfirma hier in Berlin, da stehen immer welche drauf, da kann jetzt die Firma nichts dafür, aber ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel die Firma mit Geofencing diese Parkplätze einfach ausschließt. Das ist ja technisch überhaupt kein Problem. Es wäre toll, wenn sie es mal machen würden. Das wäre natürlich auch eine Idee für die Ladesäulen an sich, dass die so eine Art Park-Pilot bekommen, dass man dann darüber auch diese ganze Steuerung, also dass darüber auch die Ordnungsbehörden unterstützt werden, so nach dem Motto, es ist hier kein aktiver Ladevorgang gerade am Laufen, aber es steht ein Fahrzeug drauf, das heißt, dann geht eine Meldung an die Ordnungsbehörden und die müssen halt nicht erst suchen, sondern die können halt eben gezielt sagen, ah, guck mal, hier eine Straße weiter, da können wir gleich einen Abschlepper hinschicken. Ich hoffe, dass das Thema irgendwann auch besser wird. Ich glaube, je mehr Menschen Hybride, aber auch reine E-Fahrzeuge haben, umso besser wird das auch, weil ich glaube auch der Druck und ich sag mal, wenn in so einem Kiez 4, 5, 6 Mal einer abgeschleppt worden ist, das spricht sich durchaus rum, auch wenn es eine Großstadt ist, irgendwo spricht sich doch rum. Und wenn dann sozusagen auch die Bußgelder noch ein bisschen erhöht werden, ich glaube, dann kriegt man das auch wieder in den Griff. Okay. Abschließend wäre noch die Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit dem GAIG? Natürlich werden wir versuchen, dieses Gesetz noch zum Erfolg zu bringen. Ich meine, wir sind gewählt, ob wir es nun wollen oder nicht. Wir haben eine Koalition mit der CDU-CSU zusammen. Ich glaube schon, dass die Menschen draußen erwarten, dass wir so ein Gesetz auch hinbekommen. Und ich glaube, diejenigen, die jetzt sich alle Elektrofahrzeuge kaufen und auch schon bestellt haben, es werden ja immer mehr, da muss man natürlich aufpassen, dass man deren Erlebnis nicht dadurch versaut, dass am Ende sozusagen die Reichweitenpanik zuschlägt und deswegen müssen wir da vorankommen. Es werden sonst immer Gebäude noch gebaut, die praktisch keine Vorkehrungen getroffen haben und das geht nicht. Okay, jetzt wird sicherlich in den Kommentaren noch eine Frage kommen, du hast gesagt, du hast selber ein Elektrofahrzeug, dürfen wir fragen, welches Modell es ist? Ja, das ist die First Edition vom ID3 und zwar die mittlere Version. Dann sage ich vielen Dank, dass wir bei dir sein durften, dafür, dass wir mal so einen Einblick in die Verhandlungen und in eure Forderungen bekommen konnten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt uns gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, wie ihr zu dem Thema steht. Auch wenn ihr noch Fragen an Sören Barthol habt, die reichen wir dann natürlich ganz gerne weiter. Oder auch Anregungen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao.